Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid, kennen wir alles dies, das. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Champions-Raten, gab es jetzt eine Zeit lang nicht, aber bevor wir damit anfangen, noch ganz kurz einige Informationen gedroppt, denn ja, es ist ja aktuell wieder die Gamescom-Woche, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen und auch ich werde auf der Gamescom sein, das heißt von Donnerstag bis Samstag werde ich dort sein. Am Donnerstag bin ich am Captiva-Stand, da habe ich ja schon ein Video bzw. die ganzen Informationen hierzu im Hextech-Video gedroppt, das heißt ja, wer da nochmal wissen will, wann er mich treffen kann und wo, einfach das Video anschauen. Außerdem werde ich das ESL-Finale casten und auch das Premier Tour-Finale casten, zusammen mit Maxim. Und wichtig, jeweils nach den ganzen Events habe ich auch Zeit für jeden, das heißt auch letztes Jahr habe ich wirklich mit jedem, der da war, noch gesprochen. Die meisten haben auch noch ein Bild gemacht, dies, das, ne, Autogramme, was auch immer. Das heißt, ich werde für jeden versuchen, auf jeden Fall ein bisschen, ja, Zeit zu finden. Könnt mich also gerne ansprechen und im gegenseitigen Einvernehmen dann vielleicht auch gerne berühren. Ja, kommen wir zum Video und zwar gibt es Champions-Raten. Ich habe diesmal wieder, ja, man könnte sagen, baiten tue ich sehr, sehr gerne. Das lasse ich einfach mal hier in dieser... diese Information stehen. Es gibt wieder Punkte, das heißt, wenn ihr dem Champion nach dem ersten Tipp erratet, bekommt ihr 4 Punkte. Nach dem zweiten Tipp 3, nach dem dritten Tipp 2 und nach dem letzten Tipp 1. Ich glaube, das war so ungefähr eindeutig, ja? Erratet ihr es nach dem zweiten Tipp, bekommt ihr 3 Punkte. Ihr zählt eure Punkte mit. Wichtig ist, wenn ihr euch einmal festgelegt habt, das heißt, wenn ihr sagt, okay, es ist Katos bei Tipp 2, dann könnt ihr nicht mehr wechseln und dann seid ihr komplett verdoomt eingeloggt, auch wenn danach was anderes kommt. Ja, wir fangen direkt mit dem ersten Champion an. Und zwar Haare, die bis zu den Knien reichen. Also diese Version wird nochmal relativ einfach werden insgesamt. Die meisten Champs, denke ich. Ein paar sind schwer dabei. Aber die nächste, werde ich jetzt schon mal callen, wird super schwer werden. Ja, mache ich einfach mal. Eine Melodie, Geschwindigkeit. Melodie, Geschwindigkeit. Melodie, Geschwindigkeit. Ich lasse die Glocken läuten und gleichzeitig die Punkte einiger Leute bereits zerfließen. Den zweiten Teil, der gehört nicht dazu. Das habe ich jetzt einfach mal dabei gesetzt. Eine Reise ohne Wiederkehr. Vielleicht war der auch schwer, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er schwer war. Vielleicht aber wohl. Ja, und zwar die Auflösung ist... Bart. Ja, ich denke, ich habe viele in die Richtung Sona gebaitet, denn ja, sie hat auf jeden Fall lange Haare und sie kann durch eine Melodie Geschwindigkeit bekommen. Das Ding ist, Bart hat wirklich Haare bis zu den Knien. Ich habe es mir extra das 3D-Model mal angeguckt. Außerdem, ja, es kommt jedes Mal, wenn er eine seiner Glocken einsammelt, eine Melodie und er bekommt da gleichzeitig Geschwindigkeit. Das ist natürlich sehr, sehr tricky, aber ich habe es extra öfter hinterher gesagt. Melodie, Geschwindigkeit. Melodie, Geschwindigkeit, weil er das ja sehr, sehr oft einsammelt, ja. Sona macht das einmal. Ich lasse die Glocken läuten, er hat Glocken an seinen Haaren, er sammelt auch diese komischen Glockendinger ein. Im Prinzip ist er ja so ein Glockenturm, so ein Laufender. Ja, und eine Reise ohne Wiederkehr ist natürlich sein Tunnel, ne, einmal rein und, ja, nicht wieder zurück, nach diesem Motto. Ja, ihr könnt mir ja gerne schreiben, wer alles auf Sona getippt hat. Ich liebe das. So, weiter geht es mit dem zweiten Champion. Während ich mich verlangsame, kriege ich enorm wenig Schaden. Dabei forme ich eine Art Kugel und CC, also Crowd Controller, den Gegner danach. Welcher Champion könnte das wohl sein? Bei meiner Ultimate versuche ich AOE-Schaden an mehreren Gegnern, AOE-Schaden an mehreren Gegnern und Crowd-Controller, also CC diese. Und jetzt mit dem letzten Tipp lasse ich leider wieder Punkte zerfließen. Ich glaube, ich bin aber auch fies. Ich muss sagen, ich bin ehrlich fies. Ich habe Flügel, auch wenn ich sie so gut wie nie, fliege. Ich meine, ich bin echt unglaublich fies, ne? Ich sag gleichzeitig, hey, du musst es schnell wie möglich erraten, um dich auf einen Champion festzulegen, beziehungsweise viele Punkte abzusahnen und dann kommt so ein Tipp und ja, wahrscheinlich zerbröseln hier auch wieder viele Punkte. Also ich glaube, ich bin wirklich zu fies, aber dann ist es halt mal Fies of Legends. Klingt auch gut. Champion Nummer 3. Ach so, nee, ja, es ist Galio. Ja, Galio, ich denke mal, ich habe viel auf Ramos baiten können, denn Ramos kann sich auch verlangsamen in seiner Form und kriegt dadurch weniger Schaden. Das kann Galio allerdings auch. Also ich habe jetzt zwar gebaitet, aber und es war fies, aber es war nicht gelogen oder so, denn er, ja,
kann ja quasi einen Taunt machen und in der Zeit kriegt er weniger Schaden. Und während er tauntet, ich habe extra gesagt, eine Art Kugel, ja. Das heißt, er tut seine Flügeln zusammen und er ist halt doch irgendwie so ein bisschen zumindest von oben rund und tauntet die Gegner. Sie sieht sie danach. Und auch seine Ultimate, ja, er springt oder fliegt ja in alle Gegner rein und macht dadurch Damage an vielen Gegnern und knockt sie ab. Und er hat Flügel, läuft aber meistens und fliegt nur ganz selten bei seiner Ultimate. Wobei, wenn wir ehrlich sind, ich glaube nicht mal, dass er bei seiner Ultimate fliegt. Im Prinzip springt er nur nach oben und springt dann woanders hin, wie so ein Superheld. So, also er benutzt nicht direkt seine Flügel. Ich habe trotzdem mal gesagt, dass er so gut wie nie fliegt. Na, geht, denke ich, durch. Jetzt kommen wir zu Champion Nummer 3. Ich glaube, der erste Tipp ist zu eindeutig, aber ich drop's einfach mal. Ne? Nach den zwei Pleiten jetzt gerade für einige, tut das vielleicht ganz gut. Schwarzes Pulver, Explosion. Zweiter Tipp. Große Waffe, große Kugeln. Der ist zu einfach. Ist okay, man kann auch mal einfach sein. Es ist Tag. Es ist hell. Und dennoch siehst du mich nicht. Zumindest nicht immer. Ein Dash, ein Angriff. Also das war jetzt der letzte Tipp schon. Ihr könnt natürlich auch kurz immer, ihr könnt eine kurze Bedenkpause einlegen und das Video kurz immer stoppen nach dem letzten Tipp, ja, aber nicht zu lange und auch keine Champions nachgucken, das ist Mogeln. Mogeln wird disqualifiziert und das schadet eurem Karma-Konto. Ja, wir haben hier Graves, meine Freunde. Auch hier habe ich natürlich versucht, mit dem schwarzen Pulver und Explosion auf Gangplank hinzudeuten. Genauso große Waffe, große Kugeln würde, glaube ich, noch in diese Richtung gehen. Ja, schwarzes Pulver ist übrigens seine Q. Ja, das heißt, er schießt ja dieses komische Teil da, diese Patrone. Und diese hinterlässt tatsächlich eine Schwarzpulverspur. Und deswegen fackelt das Ding ja auch wieder zurück. Ja, sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Man schießt das nach vorne und das Feuer kommt zurück. Ja, große Waffe, große Kugel, brauche ich, glaube ich, nichts drüber reden. Es ist Tag, es ist hell. Ja, er hat ja seine Rauchbombe. Tatsächlich, wenn du nämlich in der Rauchbombe stehst, kannst du den Gegner nicht sehen. Und deswegen zumindest nicht immer. Und ein Dash, ein Angriff ist natürlich seine E. Den nächsten Champion werde ich tatsächlich mit meinen wohlerhabenen göttlichen Pain-Künsten malen. Und hier ist die Punkteverteilung folgenderweise. Der Clip fängt genau bei Minute 8 an und ihr müsst sofort stoppen, wenn ihr meint, den Champion zu wissen. Das heißt, innerhalb von den ersten 15 Sekunden bekommt ihr 4 Punkte, ist aber schon echt sehr knackig. Innerhalb der nächsten 15 Sekunden, also 30 Sekunden insgesamt, bekommt ihr 3 Punkte. Danach bei 45 Sekunden bekommt ihr 2 Punkte und ganz am Ende, wenn ihr es innerhalb von der kompletten Zeit geschafft habt, bekommt ihr einen Punkt. Ja, ich wünsche euch dann viel Glück beim Entziffern von meinen Zeichenkünsten. Auf geht es, los geht es. Ja, ich denke mal, das war nicht ganz so schwer. Wir haben hier Kaiser, ja. Sie schießt am Anfang natürlich ihre Nadel-Autotext auf den Gegner drauf. Dadurch bekommt er Stacks, die unter der Person tatsächlich angezeigt werden. Diese Stacks decken hoch, 2, 3 und so weiter. Außerdem kann sie natürlich ihre E aktivieren. Dadurch wird sie so super schnell und kann durch die Gegend, ja, sprinten mehr oder weniger. Und natürlich hat man noch dieses W-Ding gesehen, diese Kugel, die sie auf den Gegner schießt. Und ganz zum Schluss die Ultimate. Ich denke, das war noch alles im Rahmen. Und damit kommen wir zum fünften Champion. Dieser wird nochmal relativ einfach. Der nächste wird, glaube ich, super schwer werden. Das heißt, holt nochmal alles raus, was geht. Und zwar, Tipp Nummer 1. Obwohl ich sie werfe, bleiben sie auf meinem Rücken. Ich meine, es gibt da echt kaum welche, die irgendwie in diese Richtung gehen. Also sehr einfach, sehr, sehr einfach. Wenn ich Langeweile habe, spiele ich gegen mich selbst. Meine Waffen
können einfahren. Klingt verdummt, ist verdummt. Naja, so verdummt ist gar nicht eigentlich. Aber ist cool. Dein Tod, meine AD. Ja, war natürlich alles im allem wieder relativ sahnig. Im Prinzip, klar, Zed, ne? Er hat ja seine Blades hinten auf dem Rücken, auch wenn er sie auf den Gegner wirft. Er kann mit seinem Schatten spielen. Ja, das heißt, ja, mit dem spielt man ja immer Schere, Stein, Papier. Meistens gewinnt er, obwohl er meistens trotzdem verliert, gewinnt er. Ja, meine Waffen können einfahren, so sind halt seine Klingen. Und wenn er jemanden mit der Ult tötet, bekommt er AD dazu. Und damit kommen wir zum absolut letzten, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich dem schwersten Champion aus der ganzen Runde. Mal sehen. Ich trage keine Waffe und doch habe ich immer welche bei mir. Obwohl ich mich nicht aktiv verteidige, tue ich genau dies und verteidige mich. 1, 2, Stun. Und der letzte Tipp. Verursacht nur 70% Schaden an Vasallen, aber springe umher wie ein Blitz. Und damit sind wir durch. Der letzte Champion ist Irelia. Ja, sie hat tatsächlich, also sie trägt keine Waffe. Ja, sie hat ja ihre Waffen hinter sich, sie fliegen, sie trägt sie nicht und sie schlägt nicht mal direkt damit, weil sie ja... Ja, sie hat sie halt einfach nicht in der Hand, ne? So läuft das bei ihr. Und sie verteidigt sich nicht aktiv, indem sie pariert oder blockt, aber sie macht halt ihren Klingentanz, wo sie ja mehr oder weniger meditiert wie Masayi und weniger Schaden bekommt. 1, 2, Stun ist natürlich ihr Klingenduett oder wie es heißt. Ja, sie platziert erst die erste Klinge, dann die zweite und dann kommt der Stun. Und ja, ihre Q macht nur 70% Schaden an Vasallen, aber sie springt halt umher wie ein Blitz. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise ich habe euch oben auch eine Abstimmung reingemacht. Da könnt ihr droppen, wie viele Punkte ihr tatsächlich gemacht habt. Ich wünsche euch was, haut doch rein, auf Wiedersehen und tschüss.